Hallo, Sebastian, Kumpel. Hallo, Justus. Herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Indiana Jones auf der Suche nach neuen Abenteuern. Mein Name ist Justus König, ich bin kein alter Indiana Jones Dampfer oder Captain America. Und ich bin heute unterwegs mit Kumpel Sebastian Benz. Kommen aus Volkroch. Genau. Mit seinem Benz. Wir waren in Volkroch. Wir fahren heute. Wir waren auf Fähren. Zwei Fähren in Volkroch. Genau, zwei Fähren. Wir waren auf dem neuen Flussmain, also einem alten Flussmain und einem anderen Flussmain. Und das Lustige ist, beim alten, das war mit Stahlseil geschützt. Ja. Aber seht ihr woanders dann auf dem Video. Und da waren wir noch hier in dieser in der Volkacher, wie heißt das nochmal? Ein Dschungelpfad? Den sind wir komplett gelaufen. Genau. Und jetzt sind wir hier in, Da. Ein Stadtteil von Ochsenfurt. Da. In Darmstadt. Darmstadt. Und hinter uns ist ein schönes Schloss von Darmstadt. Da drüben ist die Kirche, das Schloss. Das ist cool. Schön, hat auch 5 Sterne. Aber Privatgrundriss. Privat ist ein Grundstück. Und hier hat ein Fluss, also nicht Fluss, sondern Bachle. Und diese Bachle fließt, aber 2016 hat es auch mal stark geregnet, da kam man alles nicht runter. Da war da drin auch mal eine Überschwemmung und sowas. Ja. Und ihr wisst ja, wir waren schon mal auf so einer Kirche, auf dem Berg, wo es mal gebrannt hatte. In Amorbach. Amorbach, genau. Das war erstmal ein Schloss, eine Burg. Und dann war eine Kirchenruine. Da war aber zerstört, dann wurde eine Kirche draus gebaut. Ne, ein Kloster. Genau. Von diesen Frauen, wie heißt das Verein, wie heißt das nochmal? Frauen, diese Nonnen von den Frauen-Dinger, wie heißt das? Ich weiß nicht, ich weiß. Das schon diese, was komisch war, waren die Frauen auf jeden Fall, die runterkamen und gemeint haben, da oben spukst du. Ja. Ja. Aber nein, weiß nicht, was du gerade meinst, leider. Ordensschwestern. Die Ordensschwestern, sondern. Ordensschwestern. Genau. Und da war eine, die hat es gehört, das Kloster, und die haben sie aufgelöst. Und dann hat es gebrannt. Und dann wurde zerstört, und dann wurde die Kirche aufgebaut, und dann wurde die Bücher ein bisschen eingeschlagen und zerstört. Und diese Ordensschwester war auch diese Kirchenruine von Oberzell. Wo angeblich in Oberzell, die Kirchenruine, an einem Fenster, hier war dieses Kloster Schwesterzentrum. Genau, man kann ja an einer gewissen Uhrzeit sehen, wenn man da vorbeiläuft. Genau. Und jetzt läuft die zu weit, sondern kann die Platte vor, weil es jetzt mal laufen. Achtung, das hat laufen. Und der fährt mit Diesel. Ja, unter die Hütte. Man sieht es, es hat auch mit hier was zu tun, weil von meinen Gerüchten her, was ich gehört habe, gibt es hier ein Schloss und eine Nonne, die spukt. Und die Nonne soll ungefähr mit 60 Jahren gestorben sein. Also 60 und 1600. Und diese Nonne war von diesen Ordensschwestern und die waren im Kloster, wo er von gesagt hat, Oberzell. War das von waren die von dem Kloster, wurde hierher gebracht, um Schutze. Als ein Schutz etwas war gewesen. Und dann gebe ich mal das Kreislauf hier, keine Ahnung. Jedenfalls ist immer abends Dunkelheit, ist da die Nonne unten im Keller oder irgendwo, ist so ein Raum. Und da hockt die Nonne auf so einen Stuhl oder was und liest ein Buch. Ja. Wahnsinn, oder? Genau. Und man denkt, dass das vielleicht die Nonne damit zu tun hat und ist, wo es andere war, wo ist das mal? Amorbach. Amorbach, dass vielleicht erst was zu tun hat. Dunkelheit. Her switcht immer wieder. Genau. Und da wird mir auch erzählt damals, dass in Würzburg, eine Luspromenade unten am Main, wo der alte Kran ist, war mal früher ein Bücherladen. Und der Bücherladen war immer so eine dunkle Atmosphäre und dunkel, war es immer dunkel. Bis einmal hier Geisterjäger kamen und die haben mal was weggetrieben, weil da war ein Mönch. Man denkt, Mönch ist gut. Nein, der war böse. Der hat irgendwelche Seelen gefangen. Und der hat sie irgendwie befreit. Seitdem ist der Laden ist auf einmal heller geworden und die Atmosphäre auch besser geworden und ist auf einmal gelaufen wieder. Also wieder. Und die Leute haben gesagt, ey, man merkt, irgendwas ist jetzt hier gut. Davor hat es nicht so schlecht angefühlt, jetzt ist es gut. Ja. Und man hat gesagt, das war früher mal irgendwas hier, hat man früher Leute gehängt oder sowas. Und in Würzburg jetzt auch im Berg, da war doch die letzte Hexe verbrannt oder irgendwas. Hexenbruch. Ja. Das ist bei Hirschberg oben. Ja, was war das? Hexenbruch? Hexenbruch, ja. Bei Hirschberg, da wurden die Hexen, also früher haben die Leute ja anders da gedacht, über anders aussehende Menschen und die haben sie gleich als Hexen beschrieben. Und die wurden praktisch am Hexenbruch dann, laut meiner Geschichte, wo ich gehört habe, wurden die da oben verbrannt und hingerichtet. Ja. Wir haben die ja auch anders gedacht im Mittelalter. Wenn jemand anders war wie der andere, aus der Norm tanzte, war derjenige eine Hexe. Ja. Und ja. Dann hat man schnell das Chaos gemacht. Und da war es auch wieder so ein Hochwasser gewesen und da war der Keller unter Wasser. Und das alles kaputt gegangen, aber von der Frau, das Bild, ist irgendwie ganz geblieben und ist das Wasser bis da am Kopf hochgestanden.
so sind meine, also die Gerüchte und erzählt worden, gesagt. Legenden und Geschichten. Die Geschichten, ja, wir sollen sie raushalten mit der Frau, also befreien, ne, es ist halt gefährliche Sache, kann man sagen, soll man es raushalten, aber es gibt halt sowas, wenn Geister können ich loslassen, dann sind sie immer, wenn sie immer das Gleiche wie die Frau in einem Buch liest, morgen ein Buch liest, dann ist man so wieder in der Zeitschleife. Also sie hat nicht gemerkt, dass sie gestorben ist, aber irgendwas hält sie fest. Dunkle Magie, keine Ahnung, die lebt jeden Tag das Gleiche, Zeitschleife. Das hast du gut erklärt. Ja. Wunderbar, ja. Und bei Supernatural, die Serie hat man erklärt, bei Zeitschleife muss man sie aus dem Zeitschleife erwecken. So, wenn der Sebastian immer jeden Tag von 8 Uhr bis 19 Uhr einfach hingeht, guckt und wieder weggeht. Ich muss sagen, hallo Sebastian, aufwachen, also manchmal, aufwachen. Manchmal klappt es nicht einfach so, da musst du schon Kerzen nehmen oder... Ja. Man muss verschiedene Sachen anwenden, um denjenigen dann aus dieser Zeitschleife rauszubekommen. Und wir haben ja schon so ein Gespenst gesehen auf der Streitburg. Neideck, hast du gesehen, genau, Streitburg habe ich gesehen. Und komischerweise, eine Woche später sind wir dann wieder in die Fränkische Schweiz gefahren und war die gleiche Figur, also ich sage jetzt mal Gestalt, auf der Streitburg zu sehen. Das hat er auch auf seinem Video bei YouTube, müsst ihr mal nachschauen, Streitburg. Ja. Und da komischerweise daran, diese Figur oder dieser Mensch war anders da geformt. Er war nicht wie ein Mensch geformt, Kopf, Schulter, Arme, Beine. Es war einfach, wie kann man es beschreiben? Wie so eine... eine schwarze Gestalt. Wie eine schwarze Gestalt, aber... Kann er es einfach sagen, mit BMW? Das war jetzt richtig cool. Das war's, BMW, wollt zeigen, ich hab Geld. Ich hab X5 oder X3 oder so. Ich schwimmt da, ich geh mal Gas. Der hat sich gedacht, lass den mal labern. Er hat gedacht, ach, das ist Sebastian Benz, der muss mir zeigen, dass ein BMW-Bauer, M-Bauer, oder? Brutus-Bauer. Brutus soll das eigentlich da ist. Brutus. Pass mal auf, ich muss mal Schlüssel einstecken, ich muss den hinterher. Der Brutus, ja. Nein, aber so ist es halt. Ne? Hat er auch gesehen, da in der Streitburg. Und die hat dann, noch ganz die Figur hat dann hin und her gezwitschert. Genau, und die hat hin und her. Wie und hat auch selber gemerkt, dass wir oben waren und plötzlich dann runtergehen wollte auf den Night Egg. Also und die hat auch gewackelt, ganz schnell. Also wir bewegen uns auch, aber das war so komisch, hat die gewackelt. Das war dann zwitschen, hat er gesagt, an einer Stelle. Und man denkt, dass der Geist hier auch zwitscht von hierher, die Nonne, zu diesem Oberzell. Pass auf, jetzt kommt der nächste Kandidat gleich. Nächste BMW. Und Vollstoff. Das hätte mich jetzt gewundert, wenn er auch Vollstoff gegeben hätte. Und ja, so ist es halt einmal. Also natürlich sollte man immer so die Sachen hinterfragen, weil es gibt für alles eine Lösung. Genau. Aber manche Sachen kann man einfach nicht erklären. Genau, das ist einfach... Manche Sachen klappt man nicht, bis man es selber erst gesehen hat und erlebt hat. Manchmal ist es ein Windzug, manchmal ist es irgendwas anderes, aber... Oder ein Drachenlord. Ja. Aber wie gesagt, man weiß es nicht. Gibt es eine Zwischenwelt? Gibt es noch sowas? Und weil ist es die Tatsache einfach? Weil ich denke, vielleicht hat es auch mit dem Kloster, das alles so ein Dreieck ist, mit den drei Sachen, wo Ammerbach waren, das ist ein Oberzell und das alles mit einem, dieses Nonnenkloster, was haben sie was gemacht damals, das alles zusammenhängt, vielleicht, wissen wir nicht. Das ist ja oben jetzt sind es auch lauter Schutzengel, Beschützer, die auf uns aufpassen. Wie wir oben waren, hat ja mein Handy auch plötzlich so Alarm gegeben, wenn es so warm wäre oder irgendwas. Ja. Dass wir gehen mussten und die Frauen haben gesagt, oben spukt es oder so. Keine Ahnung. Wir wissen es nicht. Wir denken es, aber vermuten es. Aber wir leben aneinander und wir müssen einfach die in Ruhe lassen, falls es das geben würde. Ja. Und die lassen uns auch in Ruhe und dann ist alles okay. Genau. Also da, Leute, den kannst du vergessen. Der kommt zu dir und bellt einfach dich an und bist du... Das hört sich zwar ein bisschen verrückt an, was wir reden, aber im Endeffekt wisst ihr es. Wisst ihr, ob es sowas gibt? Naja, wenn man verrückt das anhört, dann ist immer nicht langweilig. Genau, so ist es. Guckt dann immer lustig. So ist es. Wie bei wie Murdoch von S.I.T.M. Ja. Das ist so. Ja. Immer lustig. Wenn wir beide aufeinandertreffen, wird es immer lustig. Jedenfalls ist es ja ein schönes Schloss. Genau. Man sieht ja schön in Ding, wie heißt es immer? Darmstadt, nicht Darmstadt. Darmstadt gibt es woanders. Ihr müsst immer trinken, wenn man sagt Darmstadt. Und dann sagst du einfach Ortsteil von Ochsenfurt. Wunderschön. Schönes Schloss. Mit Spuk. Und hier fahren viele Traktoren. Ja. Mit Lichtglocke. Ah ja, wenn man die Glocke hören, gell? Und Mond. Ja, hier ist auch viel los und nur unterwegs. Ach, das ist viel los.
los. Also das sind immer schöne Orte, um was zu bewegen und sowas. Da ist wirklich viel los. Genau, ja. Seitdem wir hier sind, ist viel los. Aber wenn ihr fragt, hier, ich frage bestimmt, ob der was merkt. Merkst du irgendwas hier, was negatives, böses? Ich gucke mich gerade selber ein bisschen an. Hast du was in Amorbach erlebt? Amorbach war ganz okay soweit, aber wie gesagt, mit Erleben, das ist immer so ein Gespür, so ein Gefühl. Vielleicht, verstehst du? Vielleicht geht er noch heute auf Oberzell und zeigt euch mal, ob es genau. Da was gibt. Weißt du eigentlich, dass den Schenkenturm von Würzburg, das eigentlich bei dem Mondschein, nachts soll eigentlich eine Jungfrau heulen oder sowas, weil es wurde damals eine Jungfrau eingemauert. Man vermutet, dass man damals eine Jungfrau in diesem eingebaut worden ist in der Mauer von Turm. In diesem Turm meinst du, ja? Ja. Hat er der diese am die Leute gesagt, wo da. Ja, aber hätten die das jetzt schon längst mal aufgemacht und geschaut? Ja? Hätten die das nicht mal aufgemacht und wenn, dann siehst du nichts mehr. Da ist schon uralt und macht man nicht, da geht da was kaputt. Es gibt immer noch irgendwie, siehst ja auch Mumien. Es ist eine Legende. Die haben das gesagt, diese Ritter von das Veranstalten. Ja. Und der waren Oldtimer-Treffen das gemacht haben und gesagt, das heißt die Geschichte da. Was da diese. Ja, wie gesagt, man weiß es alles vielleicht nicht. Heute Vollmond, vielleicht sind wir ein paar Geister hier noch. Vielleicht sind wir noch heute in Oberzell und noch dort. Und Bambu. Wenn du groß machst, dann. Was schön ist es, ja, und dann. Ja, wie gesagt, ihr könnt mich abonnieren auf YouTube, Jana Schons Sternberger. Und die Glocke aktivieren, dann könnt ihr jetzt kein Video verpassen und ihn folgen. Also mich folgen auf Instagram noch, Jana Schons Sternberger. Oder folgen auf TikTok, Justus Sternberger oder ihn folgen. Genau, auf Instagram, Sebastian Sepp auf Sturm, Leute, folgen. Und dann könnt ihr uns folgen, dann habt ihr schöne Bilder. Viel Spaß beim. Spaß am Zuschauen, danke fürs Anschauen, für den Action. Und nicht vergessen, liken und anderen empfehlen, wenn es euch gefällt oder anderen sowas zu können. Und abonnieren. Lohnt sich. Lohnt sich. Plus over and out und Sebastian. Und gut. Noch nicht, oder? Nein. Düster. Sehr halt interessant reinzukommen, ne? Ein Schloss. Das sind ein paar Pferdeäpfel. Hallöchen. Und da ist eine Scheibe kaputt. Ja. Aber bestimmt mal reinschauen, oder? Vielleicht ist es besser. Das ist schon spooky. Ja, das ist spooky. Willst du hin? Kannst du schauen? Dornröschen. Ja. Das ist schon nicht schlecht hier. Ja. Es ist ein Bach. 2016 gab es ja so einen Starkregen, dass hier das Ding überschwemmt war, der Keller. Da war ja alles hier, alles runtergekommen. Hast du das aufgenommen gehabt damals? Nee, ne? Hab ich kein YouTube gehabt? Aber es ist ja ein schönes Schloss, 5 Sterne. Echt interessant, ne? Ja. Aber man sieht halt nicht viel. Ja. Leute, wir sind im Dach. Oh, guck mal. Gut. Da hat nicht gebrannt. Wo? Da drinnen. Ja, das kommt. Da wohnt doch jemand drin. Ja, wohnt jemand drin, ja. Und wir stehen da draußen und filmen das. Wir sind ja außerhalb.
Aber der wohnt, ganz normal. Ja, auf Google Maps ist ja auch Fotos gemacht und dann wird er schön gesagt. Ja, es hat einen Grafen. Ja, also Best, den Modest hier gehört, auch das Hoppelschloss oben in Giebelstadt, wo schön gemacht ist. Sag mal, das schaut aus wie ein Engels. Ja? Wieso? Ja? Ich glaube, ich weiß nicht, ob das Schloss schon gibt, aber heute nicht. Oh, guck mal, das ist ein Keller. Da war ein Keller. Kleiner Raum. Wir sind nur hier erforschen hier. Wir gucken nur die Ortschaft an und findest alles cool und das warst du aber nicht, der trifft, oder? Das habe ich vorhin gemacht, aber nee. Weitersagen, gell? Das ist einfach eine schöne Ortschaft einfach. Also nicht weitersagen, gell, da mit dem Drift, ja. Das ist ein Drift. Das ist Driftmaschine. Ich habe Burnout gemacht. Ne? Darmstadt, siehst du, Darmstadt. Darmstadt. Wie Darmstadt. Fuchsstadter Weg, hier geht's nach Fuchsstadt. Pferdäpfel, frische Pferdäpfel, hat extra Pferd gemacht, stinkt noch richtig noch. Das sind die einzigen Äpfel, wo ich essen kann. Außer du pickst das Stroh raus. Mach mir Spaß. Nee. Da musst du hinten auf rumlaufen, dann kannst du vielleicht, dann kannst du hinten uns sehen. Ja, Bürgerhaus, Essener Pilz. Lecker. Auf Insta, ebenfalls auf Google Maps gibt es davon Bilder und sowas. Hat gute Bestellungen, also gute Werte. Es gibt auch Touren, wo man sich irgendwie anmieten kann oder was anmelden kann für eine Tour. Ach, keine Ahnung. I don't know. Und dann haben wir es angeguckt. Ja. Und da ist ein Bruchstall. Ja, aber wir müssen wieder in die fränkische Schweiz hin, ja, oder? Schlösser gibt es ja viele. Wir haben auch das Reichenbergschloss, das Zoppelschloss von Giebelstadt, könnt ihr dann auch noch. Und Giebelstadt hat auch hier noch eine Burgrine, das ist aber ein Geigerspiel oder sowas. Das ist so, die Burgrine wird gemacht für Theaterspiele dann. Also er spielt die erste Geige dann? Ja. Nee, Geiger kann man es gar nicht heißen. Ja. Ah, das war's Angriffsbogen. Wissen wir nicht. Wir haben nur was gehört und ja. Dann bedanken wir uns fürs Zuschauen, also Sebastian Wetz. Also danke fürs Zuschauen, fürs Einschalten. Wir gehen ja weiter und schauen auch Geistersuche. Jawohl. War das mal interessant, das mal anzugucken. Ne? Wir haben es aber gehört und wollen es mal angucken. Ist auch ein schönes Schloss und mal wie es ausschaut. Ja. Aber er spürt nichts, gell? Gar nichts. Vielleicht ist es einfach nur ein Gerücht. Wir alles locker nicht. Easy momentan. Wir wissen es nicht. Also, wir wünschen euch noch einen schönen Tag, schönes Wochenende. Ich muss noch sagen, was ich gruselig finde, wo ich bis jetzt ein bisschen ein komisches Gefühl hatte, war die Burgruine in Aub. Also das finde ich ein bisschen... Ja. Aber ja, wie gesagt, anderes Thema. Auf Wiedersehen. Ciao. Bye. Goodbye to you. Hey! Was? Willst du mit dabei sein? Das Leben kann toll sein. Sag, bist du bereit? Ich hab so ne Ahnung, jetzt ist es soweit. Sind wir Freunde für alle Zeiten? Antwort ist ja. Halten wir für immer zusammen? Antwort ist ja. Freunde sind wir für alle Fälle. Antwort ist ja. Ist doch völlig klar, ist doch völlig klar, ist doch völlig klar. Die Antwort ist ja. We'll be right back.
5 Freunde.